Also wir sind hier im Tierpark Weyermettli in der psychiatrischen Klinik in Liestal und wir sind hier eingeladen worden für ein Kunstprojekt und wir haben dann gesagt, wir wollen hier nicht einfach irgendwelche fertigen Arbeiten ausstellen, sondern wir wollen situationsspezifische Arbeit für den Ort entwickeln. Also und als, sagen wir, Generalthema hat man sich dann gleich mal geeinigt, dass man Arbeiten will machen, die mit innen und aussen zu tun hat, weil es ja da auch sehr viel Zäune und Gatter hat. Und darum ist man auf den Titel gekommen, Zaungäste. Und da hat es jetzt viele Arbeiten, also wie zum Beispiel das Häuschen hier, da, wo auch also quasi eine Ente könnte drin hineingehen. Gut, und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Geiss, die ist halb im Zaun innen und halb im Keg außerhalb. Und da, also die thematisiert eigentlich auch wieder das Thema von der Grenze. Man weiß nicht, ob jetzt die Geiss einfach durch den Zaun hat können laufen oder ob sie da im Zaun verfangen ist. Gut, hier haben wir auch noch ein interessantes Projekt. Da ist nämlich das T-Set, das hier auf dem Wasser schwimmt. Und das T-Set hat man ja normalerweise auf dem Tischtuch oder drinnen. Und da schwimmt das plötzlich quasi auf dem grünen Pflanzenteppich, auf diesen Wasserpflanzen. Und das wird auch wieder die ganze Vorstellung von innen und außen irritieren. Die Ausstellung dauert noch bis am 17. August.